Guten Abend. Mainz, ich freue mich. Hallöchen zusammen. Guten Abend. Ja, so ist es. Das ist der europäische Motor. Ja, hören Sie es, wie er brummt, dieser Motor. Ja, vielen Dank. Ja. So ist der Deutsche. So ist der Deutsche inzwischen. Er gibt alles. Ja? Während der Grieche und der Italiener sich in der europäischen Hängematte dem Untergang entgegenfaulenzen, da steht der Deutsche mit 85 noch auf der Baustelle, mit 85 und 3 Bypässen und planiert mit dem Rollator die Auffahrt zur Vollbeschäftigung. So sind wir, oder? Da spürt man doch den Motor Europas. Ja. Vielen Dank. Ich kann Sie gleich am Anfang auch mal beruhigen. Das Programm ist gut. Wirklich, auch Sie zu Hause, Sie können ruhig die Fernbedienung weglegen, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Wirklich, es liegt nicht an mir, es liegt an meinem Horoskop. Wirklich, ich gucke nie in mein Horoskop, aber heute Fernsehaufzeichnung dachte ich, da gucke ich in mein Horoskop und ich sage Ihnen eins, es wird ein sensationeller Abend. Ein großartiger Abend. Mein Horoskop für heute, Sie glauben es nicht, Achtung, seien Sie wachsam. Es könnte sein, dass Sie bei der Ausübung Ihres Berufes beobachtet werden. Was willst du mehr? Der Abend ist gelaufen, oder? Richtig. Ja, und gleich vorweg, erwarten Sie keine Antworten von mir. Falls Sie mit sowas gerechnet haben, Antworten kriegen Sie woanders in den Talkshows oder so. Ja, bei mir gibt es nur Fragen. Ja, ich weiß es ja selber nicht. Das ist oft mein Problem. Ich weiß es selber nicht. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Manchmal bin ich nicht mal meiner Meinung. Ja, auch das kommt zwischendurch mal vor. Ich blick doch nicht durch. Jetzt bei dem Betreuungsgeld, Leute, blickt ihr da durch? Da werden Milliarden ausgegeben, um Krippenplätze zu schaffen. Und jetzt gibt man Milliarden aus, dass die Mütter ihre Kinder da nicht hinbringen. Das muss mir mal einer klären, das ist ja wie wenn du eine Autobahn baust mit Milliarden Aufwand und dann gibst du jedem Autofahrer 100 Euro, wenn er Landstraße benutzt. Wer versteht denn das noch? Ich blick nicht durch, wie ein Christian Wulff in diesem Land Bundespräsident werden konnte. Ein Mann, der im Interview mit dem ZDF tatsächlich sagt, ich möchte lernen, ein guter Präsident zu sein. Liebe Leute, bei allem Respekt, das reicht doch nicht. Wenn ich einen Wasserschaden im Keller habe und einen Klempner anrufe, dann möchte ich, dass einer kommt, der das repariert und nicht einer, der vor der Tür steht und sagt, ich möchte lernen, ein guter Klempner zu sein. Stehe ich nicht. Europa, da geht's doch schon weiter. Ich frage mich, wo ist der europäische Gedanke geblieben, Freunde? Das war doch mein Gedanke, da ging es doch um Ideale, um Werte, um Inhalte. Inzwischen geht es nur noch um den schnöden Mammon, nur noch um den Euro. In der Finanzkrise wird mit Geld spekuliert, was sie nicht mal haben. Das haben sie nicht mal, das haben sie vom Zweiten geliehen. Und der von dem Dritten und der von dem Vierten und der Fünfte hat gesagt, ich gebe es doch, wenn ich es habe. Damit wird spekuliert. Das ist wie Jungs, die zum Fußballspielen treffen, der den Ball mitbringen soll, kommt nicht. Und die spielen trotzdem. Ja, jetzt merken Sie, wie absurd das Ganze ist. Und alle Werte von Demokratie in Europa werden verkauft, werden geopfert auf dem Altar des Neoliberalismus. Als der Papandreou gesagt hat, er möchte eine Volksabstimmung machen, da war aber was los bei Merkel und Sarkozy. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird in Demokratie womöglich noch das Volk gefragt. Wo kommen wir denn dahin? Die Griechen tun ja gerade so, als hätten sie Demokratie erfunden. Ja, ich bitte euch, was könnte der Grieche noch abstimmen? Der Grieche sitzt in der Suppe, die er sich selber eingebrockt hat. Und darf jetzt entscheiden, wer den Föhn reinwirft. Herzlichen Glückwunsch. So weit sind wir. Das möchte noch einer verstehen. Ich verstehe nicht, warum Banken gerettet werden mit Milliardenkrediten, während gleichzeitig momentan in Ostafrika Tausende an Hunger und Durst krepieren. Und im Sudan, wo sich gerade eine Hungerskatastrophe ankündigt. Das kommt in den Nachrichten gar nicht mehr vor, weil ja der DAX schwächelt. Der arme DAX, der ist ja viel wichtiger, wenn der mal schwächelt. Wir retten die Banken, die mitverantwortlich sind für das ganze Elend. Weil sie durch ihre Spekulation dafür gesorgt haben, dass die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren um 171% gestiegen sind. Dass sich Länder wie Somalia und Kenia keine Vorräte mehr anlegen konnten. Man rettet die Täter und die Opfer vergisst man. Vergisst man. Aber es wird ein lustiger Abend, falls Sie kurz Zweifel hatten. So einen kurzen Moment gespürt, oh Gott, wenn er schon so loslegt, wo endet's dann? Es wird lustig, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir gar nicht mehr zurechtkommen. Wir wissen gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Das ist uns abhanden gekommen, weil das, was heute richtig ist, ist nächste Woche falsch.
Ja, und 2 Wochen später ist es wieder richtig. Da ist das Problem, wir wissen es gar nicht mehr. Ich habe das neulich im Zug erlebt, habe am Laptop was gearbeitet, im Zug, im ICE, und ein Herr sitzt neben mir und spricht mich plötzlich an und sagt, er hätte Probleme mit dem Emil. Sag ich, mit welchem Emil? Ja, mit dem Emil, sag ich, ich kenne deinen Emil nicht. Ja, mit dem Emil vom Computer. Mit dem E-Mail. Er hat Probleme mit dem E-Mail. Er wäre Fußbodentechniker, er kennt sich mit Laminat aus. In so einem Moment denke ich, warum ist die Welt so ungerecht? Warum ist E-Mail so wichtig und Laminat so unwichtig? Ist das fair? Kann man nicht mal eine Cebit in Hannover zum Thema Laminat machen? Damit wir auch mal wieder mitreden können, oder? Stattdessen, was wird auf der diesjährigen Cebit vorgestellt? Haben Sie es mitbekommen? Ein unterwassertaugliches iPad. Das ist wirklich wahr, da stand die Merkel, da hat das mehrfach ins Aquarium reingehalten. Ich habe es gesehen. Ich dachte, ein unterwassertaugliches iPad, was für eine sensationelle Erfindung. Wie oft habe ich schon beim Schwimmen im Schwimmbad gedacht? Wenn ich jetzt meine E-Mails abrufen könnte. Ich wäre ein glücklicher Mensch. Wissen Sie was? Ich würde noch ein Foto von den Kacheln machen, würde es meinen Freunden bei Facebook schicken. Ne? Es wird doch stattdessen, was kannst du in diesem Land, einen Klingelton runterladen, der Furz 3 heißt. Da kannst du, ja, ich habe auch gelacht, ich kannte Furz 1 und Furz 2 nicht mal. Da gibt es schon Furz 3. Da stehst du heute in der Straßenbahn, plötzlich macht es nebendran. Ja, ist eine SMS, die gekommen ist. Früher hat das gestunken, heute wird abgenommen. So weit sind wir. Da blicke ich gar nicht. Jede Minute werden bei YouTube 24 Stunden Videomaterial hochgeladen. Jede Minute 24 Stunden. Um das Videomaterial eines einzigen Tages anzugucken, bräuchten wir 4 Jahre. Ohne zu essen, ohne zu schlafen und ohne den Therapeuten, den wir nötig hätten. Wir machen uns ein Bild von der Welt, können diesem Bild aber immer weniger folgen. Kriege ich gestern vom Mediamarkt noch als Höhepunkt ein Prospekt im Briefkasten. Jetzt haben die ein mobiles Laptop im Angebot. Ein mobiles Laptop, Freunde. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Meins liegt seit 3 Jahren zu Hause. Jetzt kann man es plötzlich mitnehmen. Die Welt wird doch immer verrückter und wir blicken nicht mehr durch. Warum? Ich sage euch, weil uns alles abgenommen wird. Das Schlimmste ist das Vergessen. Man vergisst alles. Weil uns die Technik inzwischen alles abnimmt, das ist doch die Geste des 21. Jahrhunderts. Kennen Sie auch, wenn Sie nicht selber sind, oder? Sonst im Bekanntenkreis. Man streichelt ja inzwischen sein Handy. Ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, und da werde ich jetzt einige junge Menschen schockieren, da hatte ich alle Nummern von Freunden im Kopf. Ist wirklich wahr, irgendwann waren sie alle im Handy. Inzwischen kenne ich die Namen von Freunden schon nicht mehr. Du, da kommt einer auf mich zu, denke ich, doch, den kenne ich doch. Pass mal auf. Papa, grüß dich. Ja. So schaut's doch aus. Ich sage ja immer, zum Glück hatten die früher kein iPhone. Stell dir mal vor, Kolumbus hätte so ein iPhone gehabt. Der wäre nie losgefahren. Der hat gesagt, das ist wahnsinnig weit, das mache ich nicht. Ja, du weißt, was da passieren kann. Na, ich bin doch nicht doof, oder? So, oder Romeo und Julia hätte nie stattgefunden. Das hätte der Shakespeare nicht aufschreiben können. Romeo hätte einmal Julias Familie gegoogelt, gesagt, oh, mit denen gibt Ärger, SMS, Schluss, aus, tschüss. So wäre es gelaufen. Und die Technik bringt uns ja nicht weiter. Früher zum Beispiel Dia-Vortrag, Sie erinnern sich. Da kamen doch diese 2 Hausmeister auf die Bühne und haben diese Leinwand aufgebaut, oder? So, und dann wurde dieser Dia-Projektor angeschmissen, dann kamen noch 2 Stunden diese Fotos. Inzwischen, egal wo ich hinkomme, Leinwand immer oben in der Decke, voll elektronisch versenkt. Jetzt stehen die beiden Hausmeister hinten am Knöpfchen, beide, weil unkündbar, hä? Stehen da, drücken auf das Knöpfchen, die Leinwand fährt 20 cm runter und macht plötzlich wupp. Dann drücken sie nochmal drauf und dann fährt sie wieder hoch, wupp. Und nochmal wupp. Und nochmal wupp. Nach 20 Minuten rufen sie einen Techniker an, der kommt, drückt auch einmal drauf, wupp. Kaputt. Und dann sagt er noch, ich möchte lernen, ein guter Techniker zu sein. Ja. Was machen die 2 Hausmeister? Gehen runter in den Keller, holen die alte Leinwand von früher und bauen die wieder auf. Ja, schmeißen mal einen Beamer an, falls der funktioniert. Technische Geräte haben inzwischen 100 Knöpfe, aber keiner ist für das zuständig, wofür ich es brauche. Ich liege im Hotelzimmer, ich habe so eine Fernbedienung. Ich wüsste, wie man umschaltet, ich kriege den Fernseher nicht mal an.
So kompliziert ist das in der Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine hatte früher einen einzigen Knopf. Hast du drauf gedrückt, was kam unten raus? Kaffee. Inzwischen hast du 20 Knöpfe, drückst drauf, was kommt? Latte Macchiato. Dann säufst halt den Scheiß, oder? Bei der Bahn, du willst ein einfaches Ticket, da stehst du am Bahnhof vor einem riesigen Touchpad. Du musst 100 Fragen zu deinem persönlichen Leben beantworten. Oder? Bevor die unten was ausspuckt, du willst ein Ticket nach München, was kommt raus? Eins nach Berlin, da fahr ich halt dahin, oder? Es ist doch, ein Navigationssystem leitet uns seit Jahren durch die Welt. Wir wissen selber nicht, wo wir sind, aber das Navi leitet uns. Und es gibt einen Müdigkeitserkenner. In modernen Autos, ist wirklich wahr. Wenn du müde wirst, stellt das Auto sich ab. Früher war es doch andersrum. Wenn ich müde geworden bin, habe ich das Auto abgestellt. Heute triffst du Leute an der Autobahnraststätte ohne Auto. Das ist ohne sie weitergefahren. Du hast ein Auto für 50.000 Euro, aber es nimmt dich nicht mehr mit. So weit sind wir. Es ist doch, komm. Ein Beispiel, ich habe noch eins. Meine Eltern haben sich jetzt für die Terrasse so elektrische Rollläden besorgt. Da kannst du einstellen, 21.30 Uhr fährt das alles voll elektronisch runter. Jetzt sitzen meine Eltern. Ist Ihnen auch schon passiert, oder was? Sitzen die im letzten Sommer auf der Terrasse, einmal nicht auf die Uhr guckt, plötzlich mal hinten. Mussten die mit 70 nochmal auf der Terrasse übernachten? Gut, sie hätten mit dem Auto wegfahren können, aber es lag eine Zelle in der Garage, bin ohne euch losgefahren. Ihr saht so müde aus. Freunde, und dann sage ich eins, das hat System. Man hat uns inzwischen überall Knöpfchen hingemacht, damit wir beschäftigt sind. Damit wir nicht lang nachdenken, dass wir irgendwie glauben, dass wir den Weltenlauf noch im Griff haben. Das ist das Prinzip. Hier, Fußgängerampel, da drücken viele ja immer noch drauf und glauben, weil sie gedrückt haben, springt die Ampel auf grün. Hier, Aufzug, im Aufzug auch. Viele drücken die Tür zu, Knopf und glauben, dass dann die Tür zugeht, weil sie geht. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Die Tür geht zu, wenn sie will. Da kannst du drücken, wie du willst. Und dann lese ich eine Geschichte, und das ist jetzt wirklich wahr, und das meine ich ganz ernsthaft. Vor Altenheimen haben die für Demenzkranke so Bushaltestellen eingerichtet. Das ist wirklich wahr, da kommt aber nie ein Bus. Das ist ganz wichtig, sonst wären die weg, und das will keiner. Und dann sitzen die da, und das ist pädagogisch unglaublich sinnvoll, weil dieses negative Gefühl des sich bewegen wollen, des Wegwollens, ja, das wird umgewandelt ins Warten, das kennt man, und dann sitzen die da 2-3 Stunden und sagen, ach, das war ein schöner Mittag, jetzt gehen wir rein zum Abendessen. Und so geht's uns. Sind wir ehrlich, die Bundesregierung hat uns aufs Bänkchen gesetzt und da sitzen wir und die Merkel hat gesagt, der Bus kommt gleich, der heißt Herbst der Reformen oder Frühjahr der Entscheidungen und so sitzen wir von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, sitzen wir da, warten auf den Bus, der niemals kommt. Ja, zwischendurch drücken wir irgendwelche Knöpfchen, damit wir beschäftigt sind und dann kaufen wir uns noch ein gutes Gewissen, damit wir das ganze Elend erträglich gestalten können für uns. Da kauft man einen Kasten Krombacher, weil damit wird ja der Regenwald gerettet. Oder ein Fairtrade-Coffee beim Starbucks. Ja, und der einzige Gedanke, der dahinter steckt, ist, macht euch keine Gedanken. Sauft euren Kaffee und seid zufrieden. Und wartet. Und da sitzen wir, warten, drücken Knöpfchen und ganz langsam fährt hinten der Rollladen runter. Und wir kommen nicht mal mehr rein. Und ich bin mir da nicht sicher, ob uns dann ein unterwassertaugliches iPad wirklich weiterhilft. Bin ich nicht sicher. Merci. Und dann. Dankeschön. Und dann frage ich Sie hier, welche Visionen sind uns geblieben in diesem Land? Was sind die Visionen nach 16 Jahren Kohl, 7 Jahren Rot-Grün, 4 Jahren Große Koalition und jetzt 3 Jahre? Wenn am nächsten noch ein Begriff dafür einfallen würde. Wenn sie uns wenigstens einen Eindruck von Orientierung geben würden, da wäre man schon dankbar. Stattdessen wirken sie wie eine Truppe von Pfadfindern, die sie im Wald verlaufen haben. Keiner weiß, wo er ist, aber jeder sagt, wo es lang geht. Die CDU weiß nicht, wohin sie will, ist aber als erstes dort. Und die FDP weiß auch nicht, wohin sie will, aber da ist schon die Union. Und die FDP weiß ja gar nicht mehr selber, was sie will. Ja, im Bund haben sie jetzt gegen die Praxisgebühr gestimmt oder dafür, Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast versprochen, man kommt ja durcheinander. Sie haben gesagt, dafür, im NRW-Wahlkampf machen sie gegen die Praxisgebühr Werbung. Ich bitte Sie, das passt doch nicht mehr zu, ich weiß gar nicht, wie man das bei der FDP noch nennen soll, medizinisch. Das Hirn ist tot, aber die Ausscheidungsorgane funktionieren noch.
Da weiß man nicht mehr. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Hat gesagt, Sie erinnern sich? Helmut Schmidt, das Orakel von Hamburg-Langenhorn. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich war da, der hat auch keine mehr. Das ist ja das Problem bei uns. Wir haben den Sozialstaat abgeschafft. Klammheimlich ist er abgeschafft worden. Früher hatte man das noch, einen Sozialstaat. Hat man gesagt, wir müssen die Starken stark machen, damit sie die Schwachen tragen können. Und heute geht man hin und sagt, da können wir die Schwachen ja noch ein bisschen leichter machen, damit sie die Starken nicht ganz so schwer haben. Das ist das Problem. Das Scheitern der Regierung in den letzten Jahren zeigt sich symptomatisch im Scheitern der Gesundheitsreform. Jedes Jahr eine neue Gesundheitsreform, die jedes Mal scheitert, die geht hinten aus dem Bundestag raus und du weißt, nach 2-3 Monaten geht sie an Schwäche ein. Und dann wird noch dran rumgepumpt, dann wird uns gesagt, dann machen wir noch was draus. Aus der wird noch mal was, die steht noch mal auf. Kann sich auch vor uns Schnitzel stellen, hoffen, dass das noch mal laufen lernt. Da wird nichts mehr draus, weil bei uns das System krank ist. In China wird der Arzt bezahlt, solange du gesund bist. Das ist ein System. Bei uns, wir bezahlen, solange wir krank sind. Und da kann man keiner erzählen, dass kein Interesse hat, dass wir möglichst krank sind und möglichst lange krank sind. Deshalb werden ja seit Jahren die Werte gesenkt, die als gesund gelten für Diabetes oder Cholesterin. Mit den gleichen Werten, mit denen sie vor Jahren noch mit dem Arzt, vom Arzt entlassen worden sind, mit den Worten, essen Sie abends mal eine Tafel Schokolade, trinken Sie mal eine Flasche Wein dazu. Mit den gleichen Werten wirst du heute eingeschläfert. Weil sie sagen, das hat keinen Wert mehr, mit den Werten kommen sie nicht durch. Und der Arzt steckt ja auch fest in seinem Budget. Der Arzt hat auch nur noch 5 Lungenentzündungen pro Quartal. Dann kommen Sie mit der 6. daher. Und dann müsst ihr ehrlich sein, müsst ihr sagen, Lungenentzündung ist aus, Schuppenflechte können Sie noch haben. Das, nein. Nein. Das kann er natürlich nicht sagen, deshalb sagt er Knie. Und dann sagen Sie, ja, aber es tut hier oben weh, ja, es strahlt. Es strahlt, Sie wissen, wie oft es strahlt. Ja, und dann wird das Knie behandelt und hofft, dass Sie mit der Lungenentzündung ins nächste Quartal kommen. Es werden Krankheiten erfunden inzwischen, Prädiabetes. Das gibt es in Amerika, Prädiabetes. Sie haben noch nicht Diabetes, aber Sie könnten es bekommen. Das trifft heute hier im Saal und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, aber alle. Ich sage Ihnen eins, ja, wir sind am Leben und deshalb könnten wir sterben. Auf die Idee muss man erstmal kommen, uns damit noch Angst zu machen. Meine Oma ist 93, kommt neulich mit dem Cholesterinspiegel nach Hause. Mit 93 darf die keine Butter mehr essen. Ich sag, Oma, du bist 93, ess die Butter. Ich schmier dich damit ein von mir aus, esse in ganzen Stücken. Du stirbst vielleicht 3 Monate vorher, aber vorher hast du noch mal ein Butterbrot gegessen. Ich bitte euch. Mit 93, die Oma hat schon alles erlebt, 2 Weltkriege, Wiederaufbau, Armut, die ist Schwäbin, das kommt erschwerend hinzu. Die hat noch jede Wurst 2 geteilt, da wird die Hälfte noch eingefroren. Wir haben noch 3 Gefriertruhen bei uns im Keller, da kommen wir noch über 2 Atomkatastrophen locker weg von dem, was die Oma in der schlechten Zeit eingefroren hat. Ja? So, ich sag, wenn die Pharmalobby so weitermacht, dann rufe ich zum zivilen Ungehorsam auf. Freunde, dann sage ich ganz Jahresweihnachten. Jeden Tag Spekulatius, 20 Dominosteine pro Tag, auch im August, müssen gegessen werden, damit die Werte wieder stimmen. Und geraucht wird wieder, und zwar nicht draußen, sondern drinnen. Die Raucher werden nicht mehr rausgeschickt, den ganzen Winter in der Kälte draußen gestanden. Der Raucher stirbt ja inzwischen nicht mehr an Lungenentzündung, der stirbt an Lungenkrebs. Jetzt habe ich den verbaut, das ist doch scheiße da. Das ist doch da. Also da reg ich mich auf da. Das ist eine. Das sind die Werte wahrscheinlich, die nicht stimmen bei mir. Ja, ich rufe auf zum zivilen Ungehorsam. Ja, den Rauchern wird gedankt. Ja, 13,8 Milliarden jedes Jahr an Nikotinsteuer an den Staat. Da werden Schwimmbäder mitgezahlt. Ja, Schulen, Bibliotheken. Jedes Mal, wenn so eine Bibliothek zumacht, steht der Raucher doch daneben und sagt: Ich tue doch, was ich kann. Mehr schaffe ich einfach nicht. Ja? Wir werden irgendwann Raucher importieren müssen. Nikotindampfmaschinen aus Rumänien, Bulgarien, die 3 Schachteln Rothändle pro Stunde locker durchziehen können. Denen wird einmal im Monat noch der Teer aus dem Hals gezogen, damit werden die Autobahnen repariert. Ja? So schaut's aus. Mann, Ich rufe auf zum zivilen Ungehorsam.
Diät wird aus allen Frauenzeitschriften gestrichen. Und zwar ein für alle Mal. Frauen essen Chips und zwar nach 22 Uhr. Und zwar in ganzen Packungen. Mitsamt der Packung. Und die Männer grillen, das ganze Jahr wird gegrillt. Und die Männer essen nur noch das Schwarze vom Fleisch. Was heißt vom Fleisch? Vom Fett. Wir essen direkt die Grillkohle. Und dazu einen halben Liter Grillanzünder. Wissen Sie was? Wir sterben vielleicht 3 Monate früher, aber wir haben vorher intensiv und schön gelebt. So rum wird ein Schuh draus. David. Ja. Ja. Aber was mich am meisten schockiert, ist ja, dass alles immer an Frau Merkel unbeschadet vorbeigeht. Egal was, die hat den Wulff zum Präsidenten gemacht, wider besseren Wissens. Aber es geht unbeschadet an ihr vorbei. Immer so hast du das Gefühl, vorne das Dreieck, hinten die 3 Knöpfe. Oben ein bisschen mit dem Köpfchen, müssen wir mal achten. Immer so, der Wackeldackel hinten auf der Hutablage sitzt noch. Immer das Gefühl, bei Mutti ist noch da. Die Welt ist in Ordnung. Und ich sage Ihnen eins, die werden wir so schnell nicht los. Viele denken, wir kriegen die irgendwann mal wieder weg. Ich sage Ihnen eins, die bleibt. Die bleibt, die kommt mir vor wie so ein One-Night-Stand. Wo man sich schon nachts gesagt hat, vor dem Frühstück schmeiße ich sie raus. Und hat man einen richtigen Zeitpunkt verpasst. Jetzt hockt die in der Küche und sagt, ich nehme noch einen Kaffee. So, ja. Die bleibt. Die 16 Jahre von Kohl werden im Rückblick als kurze Zeitspanne gelten. Dem, was die Merkel abgesessen hat. Ja, noch lachen wir drüber, noch lachen wir drüber. Es war, und das Allerschlimmste ist ja letztendlich auch, was wir machen, weißt du? Wir schieben es auch immer ab und sagen, ja, die sind schuld, die möglichst weit weg sind, die Politik oder die. Nur nicht wir. Ich denke es oft, ich hätte schon lange mal anfangen können. Ich habe auch 2 Hände. Ich könnte auch mal anpacken. Ich hab wahnsinnig große Hände, oder? Jetzt fällt es Ihnen auch auf, oder? Ich habe unglaublich, ich habe auch wahnsinnig Probleme mit meinen Händen. Teilweise machen die, was sie wollen. Wirklich abends vorm Fernseher, dann sitze ich da und dann geht's plötzlich los. Und dann sage ich, hier, warte mal, lass mal, mach doch nicht. Schublade auf, Nüsschen raus, ich wollte nichts essen. Kennen Sie auch, oder? Der Wille ist stark, die Hände sind schwach. Bei mir weiß oft die Rechte nicht, was die Linke macht. Wirklich, das ist unangenehm. Was könnten wir mit den Händen nicht Gutes tun? Wir könnten damit Berge versetzen, ja? Wir könnten Mauern errichten und wieder einreißen. Haben wir schon mal geschafft. Wir könnten gemeinsam an einem Strang ziehen, sogar an verschiedenen Enden. Das wäre mir egal. Hauptsache, es wird wieder gezogen. Stattdessen, wenn eine Hand die andere wäscht, dann werden meistens beide schmutzig. Und vieles von dem, was wir mit Händen erschaffen, vieles von dem ist Illusion. Haben Sie auch 2 Füße, die manchmal morgens ganz alleine aufstehen? Oh, schon auf? Die ganz allein zur Arbeit gehen und abends wieder zurück und dann nochmal ins Kabarett und so geht's das ganze Leben. So kam ich unter die Deutschen. Ich erwartete nicht viel und wage fast noch weniger zu finden. Aber wie anders erging es mir. Barbaren von Alters her, durch Fleiß und Wissenschaft, ja selbst durch Religion barbarisch geworden, tief unfähig jeden göttlichen Gefühls, eine Schande für jede gut geartete Seele. Ich sag's nicht gern, doch tue ich's, weil es die Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mehr vorstellen, das zerrissener wäre. Handwerker sah ich, aber keine Menschen. Junge und Alte, Arme und Reiche, aber keine Menschen. Ich kann kein Volk mehr vorstellen, das zerrissener wäre. Arme und Beine und alle Glieder liegen zerstückelt umher, während langsam dem Leib das Blut des Lebens auszufließen droht. Es ist auf Erden alles unvollkommen. Ist das alte Lied der Deutschen. Ach, wenn du diesen Gott verlassen einmal einer sagen würde, dass bei ihnen alles so unvollkommen ist, weil das, was sie tun, ohne Liebe geschieht. Hyperion von Friedrich Hölderlin, 1798. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Der ist damals ausgelacht worden für das, wissen Sie von wem? Von Goethe und von Schiller. Das waren Zeitgenossen, der ist im Irrenhaus gelandet, der Hölderlin. Und wenn du heute hörst, denkst du, guck mal, der kannte uns damals schon. Und da kann man nur die alten Worte von Wolfgang Neuss hinterher schleudern, der mir gesagt hat, stell dir vor, es geht, aber keiner kriegt's hin.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle zum anberaumten Vorstellungstermin für die besetzte Stelle in unserer Firma recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Na, wenn man auf Arbeit sucht, dann klammert man Sie an jeden Strohhalm. Ich würde es ja auch nie anders machen. Ihre Bewerbungsunterlagen habe ich eingehend studiert bzw. kurz überflogen. Da war ja wenig Interessantes dabei. Ich sag mal so, Schule war nicht Ihre Stärke. Da können wir uns heute Abend vielleicht drauf einigen, aber heute Abend fällt es ja auch gar nicht auf. Sie sitzen ja unter Ihresgleichen. Fräulein Schneider, Sie sind noch jung. Wenn man jung ist, hat man noch Träume. Träumen Sie ruhig weiter. Das kann Ihnen ja schließlich keiner nehmen, oder? Braun, auch wieder mit dabei, sitzen vom letzten Mal da. Dabei sein ist alles, ne, Braun? Vergessen ist das Vergessen, fällt Ihnen sonst auch nicht allzu schwer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, einigen von Ihnen ist sich bewusst, dass Sie sich hier bei einem Spitzenunternehmen beworben haben, das auch Spitzenmitarbeiterinnen und Spitzenmitarbeiter fordert. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich Sie dazu zählen soll. Mal ganz ehrlich, ne, was sagen Sie derzeit in der Diskussion über die Einführung von Ertragssteuern aus Devisengewinn? Guten Morgen, Schnarch, auch schon aufgewacht. Ja? Regen Sie sich nur nicht auf, den Stress einer Anstellung bei uns haben wir Ihnen vorsichtshalber erspart. Bei Ihrem Temperament, da fallen selbst die Fliegen vom Bürofenster ins Koma. Hä? Da lacht sogar die Frau daneben noch, das ist doch schön. Ja? Ich komme mal ein bisschen näher zu Ihnen, wenn Sie mir heute Abend hier reingesetzt haben, das freut mich doch. Ja? 360 geteilt durch 5. Vielen Dank, das war es dann bei Ihnen auch. Ja? Aber er hat es probiert, das hat man genau gesehen, da wurde oben noch angeschmissen, das ist Kabarettpublikum. Die wissen noch, wo man durchbluten muss, wenn es ums Rechnen geht. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mensch, Sie müssen sich schon ein bisschen anstrengen. Arbeitslosigkeit ist kein Freibrief zum Rumsitzen. Da müssen Sie schon die Arschbacken ein bisschen zusammenklemmen. Da müssen Sie aktiv zeigen. Da müssen Sie sagen, jawohl, ich spring mal auf die Bühne, mach mal einen Flickflack vor, damit der Chef weiß, wie motiviert ich bin, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie konkurrieren nicht mehr mit den Rindviechern, die um Sie rumsitzen. Das war früher mal. Sie konkurrieren inzwischen mit Polen, Rumänen, Indern, Chinesen, hochqualifizierte Leute und viel mehr als wir. Die hätten schon lange einen Flickflack gesprungen, auch wenn sie es nicht könnten. Da müssen Sie schon mal ein bisschen anstrengen. Ja? Hast du mir wieder das größte Elend da unten reingesetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen die Arschbacken zusammenkleben. Sie müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Für die, die Arbeit haben, heißt es, jawohl, Chef, ich bleibe abends mal länger, warum nicht? Wochenende kenne ich nicht, Familie habe ich nicht. Urlaub brauche ich nicht, ich mache es auch ohne Lohn. Da müssen Sie dabei sein. Die Zeichen der Zeit erkennen, machen Sie unentbehrlich in der Firma als Kleiderständer. Warum nicht? Kann man doch mal machen, als Ventilator, als Aschenbecher, als Spucknapf. Da müssen Sie einiges schlucken, aber es lohnt sich. Schauen Sie mich an, man kommt ohne mich nicht mehr aus. Aber das können Sie alles nicht verstehen, Sie, die Sie befreit sind von der Last des Arbeitens, vom Druck, ewig der Erste und Beste sein zu müssen. Manchmal beneide ich Sie. Darf ich Ihnen was sagen? Ganz unter uns. Wir brauchen Sie gar nicht mehr. Jetzt gucken Sie nicht so betröppelt, Sie wussten es doch vorher. Sie sind nicht nur arbeitslos, Sie sind auch überflüssig. Wir machen ein Angebot, 361 Euro im Monat, Hartz IV. Und dafür halten Sie die Klappe. Schweigegeld. Und wenn Sie die Klappe aufmachen, dann mittags im Fernsehen, wo Sie mit Ihresgleichen vor der Kamera rumproleten können. Mitten im Leben. Wir werden Ihnen alles nehmen, nur den Fernseher nicht. Versprochen, egal wie groß er ist. Wir werden dafür sorgen, dass dort nichts Relevantes läuft, was Ihren Alltag in irgendeiner Weise stören wird. Wir werden dafür sorgen, dass im Discounter der Alkohol so billig bleibt, dass ich wenigstens einmal die Woche die Hucke zusaufen können. Alle 4 Jahre veranstalten wir Wahlen, damit so aussieht, als würden wir uns für Ihre Meinung interessieren. Und damit so aussieht, als würde sie überhaupt etwas ändern. Alle 2 Jahre ein sportliches Highlight, damit das kollektive Dahinsiechen vom kollektiven Freudentaumel übertüncht wird. Da können Sie jetzt im Sommer wieder die Schwänchen schwenken, wenn Yogis Jungs spielen. Und wenn Sie das alles als Gott gegeben gefressen haben, Ihre Arbeitslosigkeit, Ihre Sinnlosigkeit und 2,1 Billionen Euro Staatsschulden, dann kürzen wir Ihnen die Bezüge, damit Sie sehen, wie schön Sie es vorher hatten. Und falls dann noch einer die Klappe aufmacht, dann haben wir in der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus. Dann kommen wir mit Turban und langem Bart. Und ich sage Ihnen eins, machen wir Ihnen so lange Angst, dass Sie ihn durch Mark und Bein fährt.
Und spätestens dann fressen sie uns aus der Hand. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zukunft. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Vielen Dank. Glück ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn man dem Elend eines anderen zuschaut. Das hat Sokrates mal gesagt. Oder Otto Walkes, ich weiß nicht, aber einer von beiden war es. Ich komme bei den Philosophen immer durcheinander. Und ich möchte Sie aber jetzt nicht in dieser Frustration hier sitzen lassen, irgendwie da, dass Sie baden, womöglich noch in der Betroffenheit oder sowas. Nee, ich möchte die drei Fragen beantworten, die uns Kabarettisten immer noch am Ausgang gestellt werden. Ein für alle Mal, für immer. Um das aufzuklären, ja. Wichtigste Frage, machen Sie das beruflich? Vor allem, wenn Sie nachher fragen, macht es überhaupt keinen Sinn. Fragen Sie vorher, bevor Sie Karten kaufen, macht er das beruflich? Dann macht es ja irgendwo Sinn. Wenn ich auf dem OP-Tisch liege und der Chirurg beugt sie über mich, da frage ich auch vorher, sagen Sie mal, machen Sie das beruflich? Ja? Da will man es ja noch wissen. Ja? Wollten Sie das schon immer werden? Auch so eine Frage, ich bin doch nicht blöd. Ja? Ich wollte auch Fußballer werden. Bei mir hat es geistig nicht gereicht. Ja? Ist wirklich wahr. Kann man davon leben? Auch so eine Frage. Nein, ich bin Zahnarzt mit eigener Praxis. Abends mache ich noch Kabarett, dass ein bisschen Geld reinkommt. Ich möchte nicht von Hand in Mund leben wie so ein Zahnarzt. Das sind die wichtigen Fragen. Wollten Sie das schon immer werben? Nein, ich meine, meine Mutter, als sie mit mir schwanger war, ist sie schon so durch die Stadt gelaufen, weil ich schon Elfmeterschießen geübt habe. Ich kam raus, ich war eine Kniegeburt. So kam ich schon raus. Ja? Stand die Hebamme da mit den Handschuhen und dachte, oh, die Kahn habe erst mal zugetreten. Die hat bis heute so ein Nasenloch. Da wurde mir das Fußballspielen von Anfang an verboten. Das ist wirklich wahr. Von Anfang an. Ich habe wochenlang aus Protest so kleine, runde, steinharte Köttel gekackert. Teilweise mit den Unterschriften der deutschen Nationalmannschaft drauf. Es hat nichts genutzt. Ne? Ich war so mager als Kind. Wir müssen auf Internetseiten mal gucken. Da sind Kinderbilder von mir. Die Rippen standen raus. An meinen Rippen wurde das Gemüse gerieben. Wirklich, so mager war ich. Ne? Parmesanreibe, das kannten wir nicht. Da stand ich auf dem Teller, wurde der Parmesan an meinen Rippen gerieben. Wenn meine Mutter gestaubsaugt hat, musste ich auf dem Sofa festgetackert werden. Da bin ich aus Versehen in diesen Saugschlauch rein. Dreimal musste mich der Vorwerkmann aus diesem Schlauch raus befreien. So mager. Am Ende war ich so mager, als ich Ministrant war in der katholischen Kirche und an Weihnachten für die Dritte Welt gesammelt wurde, da hat mir der Pfarrer aus Mitleid die Hälfte mitgegeben. Es ist wirklich wahr, wir haben drei Doppelhaushälften bei uns im Dorf, nur von Brot für die Welt. Doch. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es war Miserio. Das ist ganz schlimme Kindheit auf dem Land. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, wie das damals war. Wir hatten ja nichts, kein Computer, kein Handy. Wir hatten ja Freunde. Das war schlimm mit Freunden. Wahnsinn. Wenn wir mit denen chatten wollten, mussten wir uns mit denen treffen. Muss man vorstellen. Wenn wir Fahrrad gefahren sind, dann ohne Sturzhelm damals noch. Wenn wir umgefallen sind, haben wir 5 Minuten geheult, sind wieder aufgesessen und sind sogar weitergefahren. Ohne Helm. Wir haben Maikäfer gefressen, ohne dass wir das Dschungelcamp kannten. Das kannten wir nicht mal. Und ich habe es trotzdem gemacht damals. Und ich hatte was ganz Schlimmes, was viele heute gar nicht mehr kennen. Ich hatte damals noch Eltern. Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch an Eltern? Ich hatte ganz schlimme Eltern. Ich hatte Eltern, auf die konnte ich mich verlassen. Das war schlimm. Wenn ich die Musik aufgedreht hatte, wusste ich 5 Minuten später, steht der Vater in der Tür und brüllt, mach mal die Musik leiser. Da konnte ich mich drauf verlassen. Manchmal habe ich die Musik nur aufgedreht, um zu gucken, ob ich mich noch auf den verlassen kann. Ja? Heute die Kinder der 68er stehen heute bei ihren Eltern in der Tür und brüllen, macht ihr mal die Musik leiser. Ich will oben mit meinen Freunden von der Jungen Union über Ronald Pofalla diskutieren. Und ihr hört hier die Stones und so einen Dreck. Kinder, die nachts nicht schlafen können, weil die Eltern nicht zu Hause sind. Wo die Eltern morgens um 3:30 völlig zugedröhnt zur Tür reinkommen, stehen die Kinder schon hinter der Tür. Ja, wo kommt ihr denn her? Sag mal, 12:30 war ausgemacht. Sag mal, Vater, hast du meine Turnschuhe an? Ich glaube, du spinnst, du rückst morgen das Auto nicht. So sieht's doch heute aus. Es ist doch, komm da. Und dann. Und dann heißt es immer, man soll das alles sportlich sehen, was politisch und gesellschaftlich passiert. Und ich sage Ihnen, sportlich kannst du es ja nicht mehr sehen. Sport, das wird einem ja schon in der Schule verleidet. Wie wir damals an diesem Reck hingen.
Können Sie an das Rektor, du hingst doch an dieser Stange. Dann hieß es immer, Felke, Aufschwung. Von hinten haben die Klassenkameraden gedrückt, hört auf. Und Bocksprung war noch schlimmer. Bocksprung, oder? Das war das, wie man schon beim Anlaufen gemerkt hat. Ah, das Ding wird ja immer höher, je näher ich komme. Und dann gab es diese Rampe, oder? Dieses Absprungbrett. Da bist du noch voller Elan rein und merkst dann wieder, ich glaube, ich komme nicht hoch genug. Aber der Bock kommt trotzdem näher. Du bist nicht hoch und dann ist er oben so mit Leder überzogen. Zur Show. Weil drunter ist nämlich Holz. Und wenn dann dieses Holz auf die Hüfte aufgeschlagen dann hat es einem hinten so die Beine hoch, über diesen Bock drüber. Dann lag man vor blauen Matte, hörte den Lehrer, vier, er hat sich bemüht. Es war so, oder? Es war so. Aber es geht noch schlimmer, Bundesjugendspiele. Oh, da kommen Erinnerungen hoch, oder? Weitwurf der Frauen, das war das Allerbeste, oder? So, so. Ehrenurkunde. Sie hat den Fuß nicht getroffen, da war man dankbar. Die andere Hälfte der Klasse hat beim Ausholen schon nach hinten. Oh, ne? Es ist doch Wahnsinn, was da sportlich getrieben wird. Hä? Männer sind noch viel schlimmer. Formel 1, Männer machen Formel 1, ich bitte Sie. Das wird eine Frau nie machen, im Kreis rumfahren. Das machen nur Männer. Frauen brauchen ein Ziel, die fahren wohin? Der Mann fährt im Kreis rum. Stundenlang. Und wenn die Reifen abgefahren sind, dann kommen neue drauf. Und dann geht es nochmal weiter, um nach 2 Stunden da anzukommen, wo er losgefahren ist. Ich finde, es gibt nur eins, was noch schlimmer ist als Männer, die im Kreis rumfahren. Männer, die zugucken, wie Männer im Kreis rumfahren. Das ist eine Katastrophe, Alter. Also das, da. Wahnsinn. Wahnsinnig. Und dann wird immer über Doping diskutiert und gesagt, ja, die dopen ja alle, die sind so schnell, deshalb sage ich ja zum Glück, sonst wären sie nicht so schnell. Viel schlimmer sind doch die Ungedopten hier, Amateurfahrradfahrer kennt ihr alle. Jetzt im Frühjahr, da kommen sie alle raus aus ihren Löchern, oder? Haben hier rechts und links noch die ganzen Spekulatius von Weihnachten drauf. Ne? Und dann fahren sie dritt nebeneinander auf der Landstraße, du willst da durch mit dem Auto. Und alle drei haben so ein T-Mobile-Trikot. Haben sich gekauft, die waren mal sehr günstig im Schlussverkauf. Und dann wird ein T-Mobile-Trikot der Größe M über einen 120 Kilo Körper gestreift. Und wenn Sie dann diese 120 Kilo auf ein Aluminiumfahrrad mit einem Hartkunststoffsattel, der so breit ist wie mein Zeigefinger, draufschwingen, wenn man von hinten guckt, sieht man wie zwei Arschbacken rechts und links vom Sattel langsam nach unten sinken und sich teilweise unterm Sattel wieder treffen. Oder wenn die Typen an der Eisdiele versuchen, das Fahrrad irgendwie wieder abzukriegen. Ne? Wenn dieses T-Mobile-Trikot der Größe M über diesen Körper gestreift wird und sich dieses T von T-Mobile zum Kreuz ausweitet. In dem Moment wird mir klar, was mit Breitensport gemeint ist. Ja. Aber hallo. Aber hallo. Und am allerschlimmsten, wenn Sie zu spät mit was anfangen. Wenn Sie mit 60 anfangen, Inlineskaten. Kennt ihr die? So kommen sie einem entgegen. So, Sonntagmittag. Gepolstert von oben bis unten. Der Terminator auf Rollen kommt er da entgegen. Und dann ruft er schon von Weitem, ich kann's nicht. Dann sage ich, das sehe ich doch. Mir ist das mit 35 so. Mit 35 habe ich gesagt, ich springe nochmal vom 10-Meter-Turm. Und was heißt nochmal? Ich habe mich als Kind nicht getraut. Ich stand stundenlang oben, habe mich sofort erkannt, oben Sonnenbrand, unten Gänsehaut. Das war ich wirklich, stand da oben, habe auf den richtigen Moment gewartet. Und der kam nicht, dann machte das Schwimmbad zu und dann musste man hinten über die Leiter, musste man, oder? Da ist man weggegangen, hat gesagt, lieber Gott, bitte lass Herbst werden. Und dann stehst du mit 35 nochmal oben und sagst, und in dem Moment merkst du, oh, oh, oh,
Er ist ja noch genauso hoch wie damals. Und am Abend vorher hatte ich nochmal diese Cliff-Werbung gesehen. Könnt ihr euch an die Cliff-Werbung erinnern? Der Typ, der oben auf dieser 30 Meter hohen Klippe stand. Mit diesem Körper. Der hatte doch diesen Körper. Wo ich immer dachte, was macht mein Körper? In dieser Werbung. Jetzt fällt sie nach. Er wurde den ganzen Abend schon gefragt, woher kenne ich nur diesen Körper? Und dann sprang der doch mit meinem Körper 30 Meter in die Tiefe. In Zeitlupe. Unterwegs hat er die Arme geöffnet. So leicht ins Hohlkreuz, wie sich die Muskulatur ausgebreitet hat. Und dann unten wurde eingestochen, dann kam immer das Cliff-Feeling. So, jetzt stehe ich da oben. Mit 35. Auf der Suche nach dem Cliff-Feeling. Hinter mir so 8-jährige Grundschüler. Hey, Alter! Ganz bald! Ich so, aha! Vielleicht auch mal einen Ausblick genießen. Badehose schon ein bisschen nibbel hochgezogen. Hey, Alter! In dem Moment das Gleichgewicht verloren. Mit einem dreifachen Salto nach unten. Ich höre noch von oben. Hey, cool, Alter! Und kurz vor der Wasseroberfläche erinnere ich mich an diesen Cliffman und reiße die Arme auseinander. Da wusste ich, was das Cliff-Feeling ist. Und dann sage ich eins, zum Glück haben wir den Sport, Freunde. Weil er bereitet uns viel Freude. Und er bringt eines hervor, was man noch so selten hat. Er bringt Helden hervor. Ich denke oft zurück an das Idol meiner Jugend, wie er damals als 17-Jähriger auf dem Rasen von Wimbledon gestanden und zu uns allen gesprochen hat. Das waren doch noch Werte und Orientierung, die man damals hatte. Da ging doch ein Ruck durch Deutschland. Aber warum war er so populär? Weil er uns eins gezeigt hat, dass es die Leidenschaft ist, die etwas bewegt. Und dass es nicht darauf ankommt, was man sagt, sondern letztendlich, dass man etwas tut. Der Kabarettmontag geht weiter.